Ey, Leute! Nicht mit Absicht! Leute! Ja, nicht mit Absicht! Guck bitte. Mal! Ja. Heute reagieren wir! Es ist schon eine Aufnahme! Bist du eine Aufnahme? Ja. Mein Herz ist nass. Ah, ey! Ey! Du glaubst nicht! Wie war meine Reaktion, als ich dir. Als ich erfahren habe, dass Nimo ein Feature mit Hava war, ja, Mann! Das, ey, ich habe dieses Foto gesehen, zack, Ravenna-Gruppe rein! Ich war auch geschockt. Ich war wirklich geschockt von. Ich bin positiv geschockt von dieser Kombination. Weil ich erhoffe mir wirklich sehr viel von dieser Kombination. Weil Nimo hat, finde ich, diese hohe Stimme, gell? Aber er ist der Mann. Hava hat so eine tiefe Stimme. Aber er ist die Frau. Das ist so ein schöner Gegensatz eigentlich. Und ich frage mich, wie das jetzt auf einem Track harmoniert. Und dann, ja, ich bin einfach gespannt. Ich bin sehr gespannt darauf. Mhm. Kein Schlaf heute so. Ja. Kein Schlaf. Kein ich Schlaf. Hoffe, Nimo wird überzeugen. Ganz kurz. Bitte, Nimo, mach gute Scheiße. Nee, warte mal. Das kann wirklich in eine neue Richtung gehen. Ich liebe ja, ich hab's ja schon davor gesagt, ihre Art zu rappen. Ihre Persönlichkeit, so wie der das Ding an den Tag legt. Ihre Stimme ist heftig. Geil. Ich hab's und so dieser oft Themensong jetzt, oh mein Gott, ich stell mir das gerade schon vor, bevor wir das jetzt abgespielt haben, dass es so ein Überbrett ist. Ich weiß nicht, aber wie das wird. Darauf bin ich gespannt, wie die das jetzt lösen. Was haben die für ein Konzept? Also bitte mach mal an. Warte, ganz kurz. Mach stopp. Gib's ihm. Dein Gefühl. Und ich weiß gar nicht, ob du es am Anfang erwähnt hast. Was denn? Wir sind die Ravennas. Mason, so, Megan, John. Los geht's. Ration-Vorschläge sehr gerne über Instagram. Okay, ich bock gerade. Oh, ey, ich liebe es. Wie heißt der vorherige Song? Karma? Karma, ja. Oh, das hat so einen Vibe. Ja, ja, aber ich feiere das. Karma, hab ich auch so tot gehört. Ja, als er mit diesem Schlaf so hochging und es aufgeschrien hat, ist gut gewesen. Oh, und mein weißt du, was ich jetzt meine? Wie Hava darauf harmoniert? Oh. Ja, Mann. Krass. Oh, das macht der voll. Ganz kurz, ich muss eine Sache zu Nimo erwähnen. Guck mal. Ja, Mann, das ist noch schon. Sind die beide? Ich denke schon. Kann echt gut sein. Weil. Ey, eine Sache muss ich zu Nimo erwähnen. Ich habe letztens seine Insta-Story gesehen oder irgendwas war das. Der war im Studio, hat einfach nur dumme Geräusche von sich gegeben, gell? Mhm. Für irgendwelche Flow-Patterns oder Refrains oder was es auch ist. Aber ich liebe diese Art zu arbeiten. Aber das ist skizzieren. Das skizziert einfach, der float irgendwas vor sich hin, das skizziert eine Melodie. Und dadurch kommt man meistens auf die besten Ergebnisse. Weil der denkt nicht so verkopft nach, fuck, scheiße, so ist es nicht gut. Und dann, der macht einfach. Und am Ende des Tages sieht der, scheiße, das hört sich ganz geil an. So macht man es in der Architektur. Das finde ich auch so cool. Das ist skizzieren, auch Kunst, finde ich. Skizzieren so, ist nicht ist nur auf Papier, skizzieren ist... Weil es gibt etwas, ist ein sehr schöner Spruch, gute Kunst ist nur das, worauf man fast gekommen wäre. Nur fast. Und auf das, worauf du nur fast gekommen wärst, liegt meistens sehr nahe, aber ist in sich einfach nur schlüssig. Das, was, verstehe, was genau meinst. Sowas macht Nimo. Ich feier den dafür. Ah, gut! Oh, was eine Atmosphäre. Hat gute Ästhetik-Pause. Ästhetik-Pause. Mir gefällt Nimo so krass in diese. Oh, du hast mein Herz verletzt, tut mir leid. Ich mag seine Stimmfarbe. Ja, ey, guck mal, anders. Ich mag das, was für eine Facetten-Dings Nimo hat. Der hat dieses Ding mit Capo gemacht, was 80s war. Davor war der übelst Straßenkanak. Davor war der kurz, während dem Album von Kiki, hat der Dings gemacht. Nicht Kiki. War das hieß es Kiki? Das war doch, es hieß Kiki. Erstes. Nee. Kiki ist doch von Drake. Na, er hat Schnauze nicht Drake. Warte, das zweite. Das war Kiki. Das mit Michelangelo und heute. Ja, das war doch sein zweites, oder? Ja, ja. Ja. Jedenfalls, da war der auch nochmal ein anderer Typ. Weißt du, was ich meine? Weniger greifbarer, aber auch anders. Und jetzt der so. Der hat eine Entwicklung, der hat wirklich krass eine Entwicklung. Ich feier Nimo dafür.
ist eine Fortsetzung. Warte mal. Das ist kein Deutsch. Warte mal, der Song ist von Nemo und der Feature ist... Okay. Warte mal, das war kein Deutsch. Mach nochmal. Ich hab's nicht gehört. Also ich bin... Ich hab gar nicht drauf geachtet. Warte. Diese Atmosphäre war zu geil. Ich gehe schon ein bisschen mehr zurück, damit wir diesen gleichen... Ich hoffe, das noch... Okay. Ich mach dann danach wieder Stopp. YouTube, bitte sperren nicht. Ja, wie witzig, jetzt hab ich verstanden. Ja. Warte, es ist kein Türkisch. Es ist Persisch. Es ist Persisch. Ja. Mhm. Arabisch war zu harmlos für. Es ist Persisch. Safe Persisch. Ja, der Iraner. Das war Persisch, ja. Klar. Mach weiter. Alles andere würde keinen Sinn machen. Schreib mal in die Kommentare, was der geschrieben hat. Interessiert mich, was er gerappt hat. Böse! Aber man denkt gar nicht! Alter! Oh, das macht er voll gut! Das war geil! Scheiße, krass! Was die Mutter? Oh mein Gott! Lass mich, bitte, ich muss zurückspulen! Fuck, das ist gut, ich muss zurückspulen! Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass sie den zweiten Part vom Refrain macht! Warte mal, ey, darauf war ich nicht vorbereitet. Ey, wie geil die Geige. Ja, das war echt. Mach zurück. Das wird Thumbnail-Bild. Die sieht gerade richtig fresh aus. Voll aus. Hübsch. An dieser Stelle. Mach zurück. Fresh. Das geht auch noch voll lang. Ich bin voll gespannt. Ich bin so gespannt auf ihren Part. Ja, what? Okay, ja, ich mach genau hier. Schöne Stimme. Glaubt mir, so viele Frauen können sich mit Hava identifizieren in diesem Text. Das hört man immer wieder. Ich finde so ihre Stimme krass. Einfach so genial. Guck sie dir mal an. Guck mal. Das sind die einzigen Leggings, die ich schön finde. Echt? Ja, das sind die einzigen. Die haben sind gerade voll im Hype. Aber die finde ich einzigen gut. Diese Leggings, die so diese, Glanz haben. Ja, diesen Glanz Leggings. Ja, ich finde so krass an der Kritik, dass die so bitchig sind, diese Leggings. Früher hat man es so betitelt, aber mittlerweile... Genau, das ja, okay, auf so eine elegante Basis wird es nicht mehr. Weißt du, das fand ich nämlich voll komisch. Ich sehe die gerade überall im Laden, denke mir so, hä, haben die nicht voll den schlechten Ruf eigentlich? Mhm. Ja, das ist Latex-mäßige, ja, gell? Ja. Ja, aber schön. Leder, nicht Latex. Aber, ja, okay. Boah, krass. Krass. Das ist Ästhetik. Die vermitteln diesen Vibe voll gut. Ey, damit können sich viele identifizieren. Ja. Viele. Abgesehen vom Identifizieren. Und das ist die Sache. Ey, voll ja, und guck mal. Beide sind fresh hier. Ja. Ja. Die ganz voll viele Frauen. Ich werde sagen, wenn noch so Nemo, hart durch die Decke gehen. Voll viele Frauen werden auf Nemo schauen, aber auch andersherum. Weil Hava ist ja auch übelst fresh. Ja. Beide sehen hart fresh aus, wirklich. Warte, ich will. Ja, da spielen wir kurz zurück. Aber ich will diese Refrain voller Dings laufen lassen. Ja, okay, Ästhetik-Pause. Ja. So schöner Party. Ja, wirklich. Mega. So schön geflowt. Mega. Und ich mag diesen Vibe im Auto. Das ist wieder so eine Momentaufnahme. Ich liebe sowas. Mach nochmal. Ganz gleich, eine Sekunde zurück. Okay. Fuck, genau selbe Stelle. Hier. Ah. Jetzt auf Jugo. Ach, geil! Geil, Junge! What? Ey, die haben abgerissen. Die haben wirklich abgerissen. Heftig. Voll geil.
Und ja! Ja. Boah, ja, ist fresh! Ich seh schon! Komm, ich seh schon, komm! Ich seh schon, komm! Ah, sehr geil, Mann! Komm! Sowas feier ich, Mann! Das ist Energie und. Steh nicht so oft auf, setz dich hin! Dieses Teil war echt gut von Nemo. Ja, hey, Leute. Sah voll fresh aus. Kein Schlaf. Seitdem wir diese Rap-Ding machen über Instagram, werden doch immer Vorschläge angezeigt, ne? Oh, seine Augen sind voll schön. Das letzte Mal, als Nemo Karma rausgebracht hat, so viele verdammte Titelbilder mit dem Hintergrundlied. So viele. Habt ihr das auch mitbekommen auf Instagram? Warte, ganz kurz. Das ist sein Outro von seinem Album. Der macht die Tupac-Vibes. Oh, der macht dieses Illuminati-Vibes. Ja, okay, das haben wir doch schon gesehen. Stimmt. Ey, da sind doch immer so Sprüche und im Hintergrund wird immer ein Song abgespielt. Und mit Nemo Karma haben die das auseinandergenommen in Instagram. So oft haben die das abgespielt. So unglaublich oft gab's Postings. Nemo ist beliebt. Dieser Song wird alles auseinandernehmen. Nemo! Das wird alles auseinandernehmen. Das wird echt alles auseinandernehmen. Alles. Ja. Das wird, glaube ich, so eine ich Art... Ich hoffe. Ich glaube... Und ich weiß schon, unter den normalen deutschen Zuhörern weiß ich aber unter den Kanaken mit so wie Juju und Henning Mai so ein Hit. Ja. Weißt du? Witziger Vergleich. Aber ja, ist ja, so, weil dieses spiegelt ungefähr so relativ ähnlichen Vibe. Ja. Das andere war ein bisschen ruhiger, aber das und ist mehr. Schön nochmal mit dem ausländischen Flair nochmal dezent. Ja, aber das sehr gut. Voll gut eingebaut, beide. Mhm. Ja. Weil man denkt nicht direkt, dass es eine andere Sprache ist, aber dann hört man so richtig hin und denkt so, hä? Ja, okay, bei Hover hat man direkt so. Ja, bei Nemo, der redet immer ein bisschen undeutlich. So. Weil der denkst, du, der schreit immer, du sagst, undeutlich Vibes. Ja. Persisch Vibes. Ja, aber krass. Warte, auf welche Sprache hat Hover? Jugo. Das ist Jugo. Ich glaube, okay. Bosnisch. Ist nicht dasselbe? Ich glaube, nur Dialekte sind anders. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehen wir. Was war das? Sagt's mal ganz genau. Wir haben auf jeden Fall ein paar Jugo-Zuschauer. Ja, geil. Ja, das bestätigt einfach nur nochmal, dass. Ey, soll ich ein Statement setzen? Mein Hover-Vibe von Anfang an. Soll ich ein Statement setzen? Setz ein Statement, Schwester, komm. Von den Sachen, auf denen wir reacted haben, ist es unter den besten. Ja, Statement. Wirklich schönes Lied. Statement. Ich will noch andere Sachen sagen. Ich bin so glücklich dafür, dass wir auf Hover reagiert haben. So glücklich, dass wir das gemacht haben. Und ich bin auch glücklich, dass wir Nemos Karriere so gut verfolgt haben. Dadurch fühle ich diese Kombination gerade bis zum geht nicht mehr. Ja, Mann. Ich fühle die. Und geil, einfach geil. Boah, ich habe diese Woche viele Songs, die laufen werden. Scheiße. Das habe ich lassen. Vieles Reacte finde ich ja auch geil, aber zweites Mal läuft es so. Ist es bei dir auch so, dass du es schwer nachhalten kannst manchmal? Was? Wenn so gute Songs rauskommen, dann weißt du, vergisst du immer, oh scheiße, was rauskommt, ich will es nochmal hören. Und dann vergisst aber guck mal, bei dem sage ich auch safe, das werde ich mir dann auch nochmal anhören. Ja, das ist klar. Die Energie ist unglaublich. Schön. Tschö. Ich meine, da wirst du auch nicht drum rumkommen, das wird überall sein. Ja. Spotify Deutschland, ich hoffe. Okay. Bin ich froh, dass wir die Reelsten... Warte, ganz kurz, ich bin froh, dass wir die Reelsten Reactions machen. Ich schwöre. Ich bin, wir machen okay, noch ein Statement also. Ja, sag die realsten Reactor, oder? Selbstpush. Ja, so, ey, ohne jetzt Dings, aber ich guck, kennst du dich, ich sitze manchmal da, ich liege einfach dort und guck mir unsere Reactions an und lach dabei. Ja, richtig dumm manchmal. Ja, Mordshow Video gegen 30 Minuten habe ich mir 5 Mal angeguckt. Ja, ich auch. Richtig dumm. Ja, ich auch. Ey, ohne Witze. Ja. Ich liege. Ich guck's mir immer gerne in der Bahn an, so. Ja. Einfach um was zu machen. Mein Schatz. Okay, Leute. Das war's. Okay, geil. Ey, mir hat mich mega gefreut, darauf zu reagieren. Ich war nicht auf so eine Bombe. Ich hab so eine Bombe nicht erwartet. Doch, wir haben's erwartet. Ich hab erhofft, dass ich nicht enttäuscht werde. Und ich wurde nicht enttäuscht. Ja. Mega super. Song. Erwartung erfüllt. Nimmer original. Der Song hieß Kein Schlaf featuring Hover. Vielen Dank fürs Anschauen, meine Freunde. Instagram und Abonnieren-Button wird natürlich wie immer unten eingeblendet. Schwester macht's. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Krass, ich würde es mir direkt anhören. Oh mein Gott. Ey, jetzt reacten wir mal alles.